Ja, meine Damen und Herren, Sie fragen uns bestimmt, wie es weitergeht mit der CDU-Fraktion. Das ist in diesem Moment in der Tat sehr schwierig zu sagen. Was sich anbietet, ist völlig klar. Das ist der Beginn eines weiteren Autoritätsverlustes. Man kann das Merkel-Dämmerung nennen. Man kann auch sagen, man schlägt den Sack und meint jemanden völlig anderen. Ich glaube, das ist jedenfalls ein weiterer Schritt zum Ende der Regierung Merkel ist. Und wir werden das Ende viel früher erleben, als wir uns das heute vorstellen. Es ist nicht schon alles gesagt. Sie können sich vorstellen, bei uns knallen die Korken. Die Merkel-Dämmerung ist eingeläutet. Das ist das beginnende Ende von Angela Merkel. Und wir hoffen, dass sie eben dann auch schneller geht, als es antizipiert wird. Dass Herr Brinkhaus gegen Herrn Kauder gewonnen hat, ist ein ganz klares Signal, auch an die Wähler nach außen, dass die Regierung Merkel unter der Kanzlerschaft Merkel zu Ende geht. Machen Sie diese Bewertung fest an der Person Ralf Brinkhaus oder doch stärker an der Tatsache, dass es eben nicht Volker Kauder geworden ist? Dass es nicht Volker Kauder natürlich geworden ist. Wir wissen alle, dass Herr Kauder der Steigbügelhalter, der Mehrheitsbeschaffer der Kanzlerin gewesen ist und dass er es jetzt nicht geworden ist, lässt doch tief blicken. Auf der anderen Seite, wenn die konservative Revolution, von der Herr Dobrindt her spricht, jetzt hier weiter voranschreitet, wer braucht dann noch die AfD? Das werden wir ja sehen. Also die konservative Revolution möchte ich erst mal sehen. Das finde ich jetzt, das finde ich bis jetzt nur noch lustig, wenn Sie sich anschauen, diese Auseinandersetzung auch zwischen der CSU und Herrn Seehofer. Also da brauchen wir noch lange die AfD, sonst geht es natürlich so weiter. Auch Herr Brinkhaus ist ja jetzt nicht der konservative Revolutionär, sondern es ist der Versuch der Fraktion, sich von Herrn Kauder zu trennen und trotzdem irgendwie die Regierung weiter zu stützen. Das muss man halt so sehen.